Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Schon das dritte Unboxing, was ich heute abdrehe und immer mit meinem Kuschelpulli. Ja, finde ich einfach schön. Es geht wieder um die Beauty Press Newsbox und ich bin schon sehr gespannt, was da drin ist. Und ja, wie gesagt, packen wir sie mal aus. Heute noch mit extra Schleife, weil ich noch kein Instagram-Unboxing gemacht habe. Das mache ich aber noch. Wollte jetzt dieses Mal das YouTube-Video vorziehen. Genau, ich öffne die Box. Es sind da immer Neuheiten drin. Ich bin gespannt. Mal gucken, was es so Neues gibt. Und ich finde das immer so schön mit der Kiste hier. Es geht los. Ich öffne es. Sieht vielversprechend schon mal aus. Hier ist der Zettel, wo drauf steht, was da alles Schönes drin ist. Was es für Produkte sind. Ein Flyer. Ja, okay. Hier geht's los. Ich musste mich mal kurz orientieren. Beauty Press Newsbox März. Die kommt aber immer Ende des Monats. Und deswegen ist jetzt, ja, zeige ich die euch jetzt erst im April, aber die ist noch für den März, weil jetzt zwischen den Feiertagen ankam und da habe ich mir das mal rausgenommen, auch mal ein bisschen zu entspannen mit der Familie und habe da 2-3 Tage mal keine Videos gemacht. Genau. Und habe auch auf dem Zettel hier das erste Produkt, eine Haarmaske von Herbaflor Naturkosmetik und ich kenne die Marke ehrlich gesagt gar nicht. Die sagt mir jetzt auf jeden Fall erstmal nichts. Deep Repair Haarmaske mit Haferkernöl, Akazienhonig und Extrakten von Papaya und Lotusblüte. Design sehr, sehr, sehr schön und ansprechend. Finde ich richtig cool und interessant. 3 bis 5 Minuten soll man die einwirken lassen. Finde ich echt cool. Ich gucke mal, ob die schon offen ist. Hat extra noch so einen schönen Deckel hier. Oh ja. Wow. So sieht das aus. Ist was Festeres. Riecht extrem gut. Riecht aber nicht so stark nach Honig. Finde ich gut, weil ich mag nicht so gerne Honigduft. Das riecht irgendwie so ein bisschen frisch auch. Finde ich echt mega schön. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren und testen. Werdet ihr dann in einem Aufgebraucht-Video sehen. Ich habe jetzt zwar keine kaputten Haare oder so, aber ich finde, das kann man trotzdem zwischendurch mal anwenden und den Haaren so ein bisschen mehr Pflege gönnen. Und das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Made in Germany. Also das Produkt gefällt mir schon mal sehr gut. Dann sehe ich was, das kenne ich. Und zwar ist das von Styx Naturkosmetik, das Kartoffelhandbalsam. Und das kenne ich. Und das findet meine Mutter extrem gut. Ja. Also, wenn ich ihr sage, dass ich das wieder bekommen habe, dann fragt sie bestimmt, ob sie das wiederbekommen kann. Und ich benutze ja immer nur diese ein und selbe Handcreme. Da wisst ihr ja Bescheid, denke ich mal. Und deswegen mache ich das auch gerne. Wir tauschen dann immer. Dann gibt sie mir immer die andere Handcreme. Und dann bekommt sie immer von mir hier diese verschiedenen, die ich so sammle, in Boxen habe oder auch mal so zwischendurch sehe und cool finde. Und dann tauschen wir immer Handcremes. Die soll halt aber auch richtig, richtig gut sein. Wie gesagt, die habe ich ihr schon öfter weitergegeben und die fand sie auch sehr gut. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen von meiner Mutter. Frisch gepresster Kartoffelsaft wird schonend mit wertvollen Ölen und Kräutern verarbeitet, damit raue und rissige Hände gepflegt werden. Ja, sehr, sehr cooles Produkt auf jeden Fall. Kann schon gar nicht mehr sprechen. Was mache ich als nächstes? Komm, das hier. Das wollte ich mir sogar kaufen, aber ich habe ja ein selbst auferlegtes Duschgel-Kaufverbot. Mango-Kokosnuss. Das sieht so, so schön aus von TTCept. Mit 50% Recyclingmaterial, ohne Mikroplastik und ist auch vegan. Finde ich richtig, richtig schön. Ich schnupper dran.
Oh, das riecht so gut, ne? Oh, da freue ich mich drauf. Sommeredition, ja, finde ich richtig gut. Toll. Da freue ich mich extrem drüber. Dann habe ich, auf der anderen Seite geht es noch weiter, oh je. Also da ist jetzt wieder richtig viel drin diesen Monat, finde ich cool. Dann habe ich hier von TTZ noch ein Produkt für die Füße. Es wird jetzt wieder wärmer, da sollten die Füße dann auch gepflegt sein. 25% Urea ist da drin, richtig gut. Anti-Hornhaut-Urea-Creme und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Finde ich sehr, sehr cool. Für nachweislich sichtbare Hornhautreduktion. Ja, finde ich sehr schön. Finde ich richtig gut, kann man gut gebrauchen. Steht da noch was? Jede Menge, ja. Frei von Mineralölen, Paraffinen, Silikonen, Farbstoffen und Mikroplastik, ist vegan und mit nachhaltigem Palmöl. Okay, in MB-Qualität. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr es mir mal in die Kommentare schreiben. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und dann ist hier... Ah, das hat die gleiche Farbe hier wie das Papier. Deswegen habe ich das zuerst gar nicht gesehen, aber das... Oh, ich räume hier alles ab, Leute. Aber das ist hier von dem Flyer. Ich muss jetzt mal langsam machen, bin total enthusiastisch. Räume fast den ganzen Schminktisch hier ab. Cool. Organic Loose Fruit Tea mit Orange und Ingwer. Das sieht so schön aus. Ja, da freue ich mich drüber. Ich kenne das überhaupt nicht. Ja, schön. Ich werde euch die Seite mal verlinken. Da könnt ihr da mal gucken. Finde ich echt cool. Aus Eislingen. Thaisi. Okay. Gibt es wohl irgendwie noch eine Flasche dazu? Ich finde das echt spannend. Sieht super interessant aus. Und ich sehe das schon. Könnt ihr das auch erkennen? Hm. Ich glaube, das sieht man nicht so gut, aber da ist so Tee. Da ist Tee mit drin. Man kann nichts riechen. Apfelstücke, Birnenstücke, Orangenecken, Feigenstücke, Ingwerstücke und natürliches Aroma. Werde ich auf jeden Fall nachher mal machen. Ich trinke jetzt wieder abends immer ein, zwei Tassen Tee. Finde ich gut. Tut mir gut und da werde ich den auf jeden Fall heute Abend ausprobieren, werde den in meine Aufgebrauchtkiste packen und dann kann ich euch berichten, wie der war, wie der geschmeckt hat. Und da fällt mir gerade ein, ich muss immer noch mein Tee-Ei abholen bei meiner Mutter. Ich habe nämlich eins aus dem Disneyland, das ist richtig süß, ist so eine kleine Teekanne von Mickey Mouse und das habe ich beim Auszug aber vergessen. Und ich weiß, dass sie das immer in Anwendung hat. Ich muss gucken, wo das ist. Ich hoffe, sie hat es noch. Dass das noch überlebt hat. Das ist nämlich schon was älter, ja. Aber ich habe so ein Sieb. Da werde ich das mal ausprobieren. Ja, finde ich richtig cool. Gefällt mir. Da gibt es auch noch andere Sorten. Spannend auf jeden Fall. Werde ich mich mal umschauen auf der Seite. Und dann ist hier noch was drin, das hätte ich ja fast unterschlagen. Oha, das fühlt sich gut an. Das ist irgendwie, das ist nicht so eine Papierverpackung, das ist irgendwie, irgendwas hat das so drauf. Das ist schön. Skin Visibles. One Drop BB Cream mit Lichtschutzfaktor 25. Cool. Ja, finde ich sehr spannend. Und das kann ich mit euch mal in einem Video ausprobieren. Ich habe ja hier noch ein paar Paletten, die ich jetzt mal noch demnächst abdrehen wollte. Ein paar Schminkies. Und eins habe ich auch schon zurechtgelegt. Und ich habe ja keine neue Foundation oder sowas. Und da werde ich die dann gleich mit dazulegen. Dann werden wir die in einem Video auf jeden Fall zusammen austesten mit der Roxy-Palette. Das habt ihr euch gewünscht unter dem Haul-Video. Da war gestanden vermehrt Roxy-Palette. Und das werde ich machen. Und da werde ich die hier auch testen. Und dann können wir das direkt mal ausprobieren.
wie die sich so auf der Haut verhält. BB-Creams mag ich persönlich sehr, sehr gerne, weil es einfach leichter ist auf der Haut. Und mit Lichtschutzfaktor noch dazu. Tube gefällt mir. Und das hier, das fühlt sich so High-End-mäßig an. Richtig cool. Ich weiß leider gar nicht, was es kostet. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch mal gucken, ob es da auch eine Internetseite gibt. Die anderen Produkte, die kennt man, ich denke, die gibt es in der Drogerie. Das hier ist mir jetzt halt neu und der Tee vor allem auch. Und alles, was ich finde, werde ich in der Infobox verlinken, dass ihr euch da mal umschauen könnt. Da könnte auch noch was anderes mit drin sein. Aber was denn? Ja, sowas hier, so eine Flasche. Ich kann das gar nicht erkennen, was da drauf steht. Invisible Mist, vielleicht. Vielleicht ein Sonnenschutzspray? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich werde da mal gucken. Die haben bestimmt eine Internetseite. Und dann werde ich mich da mal umschauen. Weil das finde ich cool und interessant. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, da ist noch ein Flyer von der Kartoffelhandcreme. Werde ich meiner Mutter auch mal mit dazulegen. Kannst du mal gucken. Jetzt ist es runtergefallen, gut. Und von Herbaflor gibt es auch noch andere Produkte. Auch interessant. Spülung, Shampoo. Ja, wäre cool, dann die ganze Reihe auszuprobieren. Ja, werde ich mal gucken. Vielleicht finde ich das in der Drogerie. Schönes rosa Papier ist noch mit dabei. Ja. Das verwende ich immer wieder. Genau. Das war das Unboxing. Hat mir richtig gut gefallen diesen Monat. Super coole, spannende Produkte mit dabei. Kann man alles sehr, sehr gut gebrauchen. Wie gesagt, Tee teste ich heute Abend aus. Und ich glaube, ich werde auch gleich noch meine Instagram-Stories dafür machen, damit ich es nicht schon ausgepackt habe. Und dann werde ich es in das aufgebrauchte Video mit reinpacken. Und das hier wird auch in einem Video getestet. Und das Duschgel auch. Nein, nicht. Nein, das machen wir nicht. Aber im aufgebrauchten Video werde ich euch davon berichten. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.